Die Jolien fragt, Sie sind wirklich ein herziges Bärli, also Sie sind wirklich ein süßes Paar. Da gibt es viele so, ihr hört sicher viele so Sachen, oder? Ja. Man, weißt du, wenn man das erste Mal so hört, so, ja, die haben sich jetzt gefunden, und wenn du es so halt liest in den Medien, denkst du so im ersten Moment so fast so ein bisschen gemein, denkst du so, ja, klar, weißt du. Aber man hat es euch dann nicht abgenommen, weil es hier nicht gespielt oder so, aber man hat es wirklich sehr schön gesehen. Ja, ist ein bisschen unglaublich. Ja, schon. Ja. Ist ja wirklich eigentlich, es passiert ja nicht oft so. Ich glaube, so die Quote. Da haben sie schon einige. Da haben sie schon einige gefunden und geheiratet und so, aber ja. Also ich habe daran nicht geglaubt, so. Weil du bekommst irgendwie 100 oder 200 Bewerbungen und dass du da dann die rauspickst, die es sein soll, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Ja. Eigentlich was? 1 zu 99 oder? Wie war das Auswahlverfahren? Hast du, also, warst du dabei oder wie ging das dann? Ja, ich konnte schon selber, die Frauen konnten mir ja Briefe schicken und anhand der Briefe und Bilder durfte ich dann auswählen. Ja. Und was waren da so für Bewerbungen drin? Also sicher die beste hier oder sozusagen, aber was waren da für sonstige Bewerbungen? Ja, alles Mögliche. Okay. Auf was hast du so geachtet so? Was war so ausschlaggebend für dich? Ja, die Bilder natürlich und das Geschriebene. Also ihr Brief war blond. Ja, und blond. Ihr Brief war schon der schönst geschriebenste Brief. Okay. Also da habe ich schon drauf geachtet. Ich hätte jetzt keine ausgewählt, die gut aussieht und da irgendwie mit einem Laptop da einen Brief geschrieben hätte. Nee, so das unpersönlich. Ist total unpersönlich. So. Genau. Ja, das ist komisch. Wir haben einen Kommentar von Lea nochmals und sie sagt, mussten Sie sich oft nochmals für die Kamera küssen? Wie war das? Musstet ihr vieles, also für einen Kuss nicht? Oder wie also sie ist einfach so entstanden. Ja. Also, ja. Wenn wir uns küssen, haben wir uns geküsst und das wurde halt jedes Mal gezeigt. Also ja, ist natürlich klar, ja. die schauen drauf. Und sonst musstet ihr oft so Szenen wiederholen und so? Nein, nur jetzt, wenn irgendein Ton da nicht so nicht geklappt hat oder so, ja. Okay, sehr gut. Und was habt ihr jetzt aus dieser Zeit mitgenommen? Was war so das Highlight für euch so in der ganzen Zeit? Dass wir uns gefunden haben? Ja, ja. Ist schon noch ein Vorteil sozusagen, oder? Und sonst so, wie war es so mit den anderen Protagonisten von der Sendung? Wie war das so mit denen? Mit den anderen Landwirten, oder? Mhm. Genau. Ja, ich habe die alle kennengelernt. Ich war 2 Tage lang mit denen im Hotel. Boah, das war witzig. Kann ich mir vorstellen. So, warst du die einzige Frau? Ja, du warst die einzige Frau dort, oder nicht? Ja, ich war die einzige so unter Frau. Unter allen Männern so. Ja, aber das war witzig. Kann ich mir vorstellen. Und was hat euch so aneinander so gegenseitig so am besten gefallen so am Anfang? Was hat euch so angezogen? Ihr lacht verschmitzt so. Ja, so, ich habe sie dann erst nachher so kennengelernt, aber was mir am besten gefallen hat, ganz am Anfang schon, das war einfach die direkte Art und dass sie einfach das macht, was sie will und nicht darauf hört, was andere jetzt sagen. Das ist so. Ja. Da hast du mich ja viel inspiriert, was das betrifft. Und bei dir? Ihre Ausstrahlung und ihre herzliche Art. Schön. Das berührt einem so richtig das Herz. So. Wie war es denn so, als ihr die Familie getroffen habt und so? Wie lief das ab? Ist ja, wenn man so die potenziellen Schwiegereltern, sage ich jetzt mal, wenn man die so trifft, ist man ja so ein bisschen nervös und so, ach, mögen die mich oder wie finden die mich? Wie war es bei euch? Ja, für mich war es natürlich komisch, weil mit den Kameras, oder? Ja, das heißt, so das erste Treffen kann schon schwierig sein, so kann ich mir vorstellen. Ja, das war speziell. Also. Aber wenn die Kameras aus waren, dann... Nee, das hat von Anfang an geklappt. Also keine Probleme mit niemandem. Okay, und bei dir? Genauso. Ich habe mich gleich wie zu Hause gefühlt. Ich finde das so wichtig, also mir ist es persönlich so wichtig, dass der Partner sich mit der Familie versteht. Ich finde so, wenn die auch wenn du deinen Partner super findest und die Familie dann kommt und sagt, ja, sie ist schon cool und so, aber ja, das ich glaube, das könnte ich dann nicht mehr. Ja, es wird dann einfach Stein in den Weg gelegt, ja. Oder wenn, ja. Definitiv. Aber das hatten wir zum Glück nicht. Gott sei Dank nicht. Ja. Wir haben einen Kommentar und zwar von Sebo und er sagt, würden Sie anderen Menschen auch raten, mal ihre Liebe im TV zu suchen? Also ich würde jetzt allgemein nicht raten, sie zu suchen, sondern einfach halt ja, daran zu glauben und dann einfach die offenen Augen behalten und dann kommt das von alleine. Was würdet ihr jetzt anders machen? Gibt es irgendwas anderes, was ihr anders machen würdet jetzt so in Bezug auf die Sendung oder so? Nein, das war Schicksal. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, ja, weil das bei uns funktioniert, dann müsst ihr jetzt alle ins Fernsehen gehen und da die Liebe suchen. Ich glaube, dass es einfach Glückssache jetzt gewesen ist. Das kann überall passieren. Das kann überall passieren.
Schon so. Kann auch hinter Migros passieren. Ja, kannst du einen Weg laufen. So, Migros ist übrigens ein Verkäufer, ein Lebensmittelverkäufer in der Schweiz für die Österreicher und Deutschen, die zuschauen. Und ihr könnt jetzt auch eure Fragen an die zwei stellen auf choice.ch/live. Und ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, weil wir gehen in die Werbung. Bis gleich.